Lustigerweise passiert mir nichts, wenn ich hier in diesen Propeller reinkomme. Dem kommen also nur dekorative Aufgaben zuteil. Ortsverkehr. Ah, ich hoffe, das ist bald mal vorbei hier. Ich habe keinen Bock mehr. Es könnte ein bisschen schneller gehen. Das scrollt schon sehr langsam. Danke. So, Ludwig, du Drecksau. Er schießt sogar nach oben, die Sau. Das gibt's ja nicht. So, jetzt. Kann ja wohl nichts mehr passieren, oder? Danke. Tschüss, Ludwig. So. Ende im Gelände. Welt 7. Auch erfolgreich. Geschafft. Mehr oder weniger. Und Yoshi hat sich zurückverwandelt in den König. Ah, ein hübscher Mann. Ein Wikinger-König. So, die Prinzessin schenkt uns ja auch noch ein Item. Mal sehen. Bestimmt irgendwas Unsinniges. Ah ne, wir kriegen gar nichts mehr. Stimmt ja! Gibt ja keinen Prinzessinbrief mehr. Ja, genau. Ich habe die Prinzessin entführt, weil du ihr folgst. Sie ist in meiner Burg. Trau dich doch, sie zu befreien. Hahaha, King of the Cooper. Machen wir doch. Letzte Welt. Welt der Dunkelheit. So, erst geht's los mit der Panzerarmada. Ist noch relativ einfach. Hier wird zwar gebombt ohne Ende. Oh, geht schon gut los. Hier wird zwar gebombt ohne Ende, aber insgesamt ist es relativ einfach. Auch wenn ich mich gerade saublöd anstelle hier. Und hier die Bomben mit mir spazieren trage. Naja. Eigentlich müssen wir mal auf einen Punkt hier. Oh, ich hasse diese blöden Kackviecher wie die Pest. Ne? Dummes Vieh. Schön ist auch, dass man sich hier auf die Kanonen stellen kann. Passiert auch nichts. Ja. Ich bin übrigens zu der Entscheidung gekommen, ich werde als nächstes Donkey Kong Country 3 spielen zuerst, statt Super Mario World. Super Mario World schiebe ich dann eine Position quasi nach hinten, denn ich habe auf Mario jetzt langsam keine Lust mehr, möchte ich nicht sagen, aber es muss mal wieder was anderes sein. Bisschen andere Charaktere. Mario ist jetzt gut. Erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil hintereinander. Und Donkey Kong 3 wartet eh schon viel länger auf meiner Liste. Da ich Teil 1 und 2 schon ewig lang durch habe hier. Machen wir es also als nächstes zu Donkey Kong Country 3, welches wir versuchen zu 103% durchzuspielen. Wir erinnern uns ja, erster Teil 101%, haben wir zwar nicht ganz erreicht, aber den zweiten Teil haben wir komplett durch zu 102%. Oh, ich bin tot. Und den dritten Teil schaffen wir auch noch. Und zwar ohne Lösungsbuch und ohne Internethinweise. Da war ich früher schon ziemlich stolz eigentlich auf mich, ja. Dritten Teil, den habe ich durch ewig langes Suchen komplett selbst lösen können.
obwohl, wie wir es ja von den Donkey Kong Spielen kennen, die Bonusspiele sehr gut versteckt sind. Und wir wissen genauso, wir müssen sie alle finden, um das Spiel komplett zu beenden. Denn auch in Donkey Kong 3 gibt es wieder eine verlorene Welt und da kommen wir nur hin mit allen Münzen. Und ja, das wird mein nächstes Projekt sein. Und Super Mario World werde ich danach spielen. Höchstwahrscheinlich. Ist noch nicht 100% sicher. Vielleicht mache ich auch noch was anderes dazwischen. Auf jeden Fall, das nächste wird erstmal Donkey Kong Country 3 sein. Dixie's Double Trouble. War auch eins der letzten SNES-Spiele, welches rausgekommen ist. Was auch groß beworben wurde, 1996. Da war ich schon Nintendo 64 fast raus. Aber da hat man nochmal so einen richtigen Kracher rausgebracht für das SNES, das gute alte. Hui! Riesenkanone. Hey. Sieht schon fast aus hier wie eine Röhre. Gut, die Panzerarmada haben wir schon mal, glaube ich. Kommt noch was? Nö. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Möchtegern-Endboss. Aber nicht von Papa. Der ist schwerer zu besiegen als... Boah, ich hätte fast nochmal von vorne anfangen müssen. Das ist das nämlich. Wenn wir hier ein Leben verlieren in dieser letzten Welt, geht's von vorne los. So. Den Stern, ja, nehmen wir gleich. Nett. Oh, ein Meer voller Blut. So. Zweites Level. Die Kriegsschiffflotte. Ich bin abgesoffen. Hilfe! Ich schwimme in Blut. Tja. Milky Way schwimmt in Milch und Mario schwimmt in Blut. So hat jeder sein Päckchen zu tragen. Verreck doch, du Schraubenschlüsselbruder. Ich hasse diese Viecher wie die Pest. Warum kommen sie immer wieder? So nervtötend. Boah, die können sogar hochschmeißen. Guckt euch das an. Weg. Geh weg. Geh weg. Gehst du weg? Oh, Kanone. Pow. Ins Wasser. Ins Blutwasser. Verpiesel dich doch mal. So. Wer das Wort jetzt aufschreiben kann, was ich gerade gesagt habe, kriegt 1000 Euro. Sollte nicht so... große Wetten abschließen, irgendeiner schafft es wirklich noch. So, das war's. Oh Gott, jetzt kriege ich hier wieder einen Hammerbruder. Nee, so einer, der ist mir lieber als der Hammerbruder, muss ich sagen. Der ist viel leichter zu besiegen als ein kleiner Hammerbruder. Weil das ist wirklich kicky. So, die Kriegsschiffe haben wir auch geschafft. Ja, ist nicht gerade ein pazifistisches Spiel, wie wir hier sehen. Oh, und Warp Zone. Ah ja, jetzt kommt das hier. Indem uns eine Hand nach unten zieht. Oh, gruselig. Ach ja. Genau. Ja, ich muss mir erstmal ein Bild von der Lage machen hier, bevor es losgeht. Das Lustige ist, jetzt können wir es überspringen. Will ich aber nicht. Ich will das machen. Denn ich glaube, hier gibt's Bonus. Bin ich sicher, aber ich glaube. Hier kriegen wir ein Bonus-Item, wenn wir das schaffen. Pilz ist schon mal sehr, sehr wichtig. Boomerang, Bruder. Oh, hier. Die
Große Hammerbruder-Show, ne? Fetti auch noch dabei. Genau, hier kriegen wir ein Item. Das ist gut. Ein Blatt. Das heißt, wir machen auf jeden Fall all diese drei Levels. Lustig aber, dass wir nicht immer reingezogen werden. Warum sind das eigentlich fünf, wenn wir den zweiten und den vierten automatisch überspringen? Seltsam. Also es sind nur drei Levels, obwohl es hier so fünf Kästchen sind. Und in diese drei werden wir immer reingezogen. Und die Levels sind sehr kurz. Und noch ein Blatt. Super. Und der dritte. Na komm. Ach, zieh mich schon rein. Hallo. Hallo. Geht doch. Wiu. Was kommt hier? Ah, unsere lieben Fliege-Piranhas, die hasse ich ja auch so. Ah, viele. Ah, du kleines, dreckiges Subjekt. Noch einmal von FIFA vorn. Hui. Oh, die sind pervers. Ich hasse die. Die habe ich bei Super Mario 1 schon gehasst. Im letzten Level. Zieh mich rein. Ich will das jetzt zu Ende bringen. Dann machen wir mal Full Speed. Was hilft's? Ja, natürlich nach links. Typisch in klassischer Super Mario Bros. 3 Manier. Egal, die Hauptsache wir haben es hinter uns. Und noch ein Blättchen. Nicht schlecht. Nehmen wir doch gleich mal eins, hm? So. Ach nee, jetzt sind wir hier bei den Luftkriegsschiffen. Boah, ist das schlecht. Eide. Ich glaube, ich bin so blüdeblau. Ich wollte gerade was reimen, aber nicht mal das gelingt mir. Ich habe schon gesagt, es ist irgendwie der Wurm drin jetzt im Moment. Entweder klappt es mal gut oder es klappt mal nicht. Morgen hat es gut geklappt. Im Moment bin ich schlecht. Viel zu schlecht. Ey, Alter! Ich glaube, es hackt bei dir. Was ein Arschloch. Weißt du was? Das reicht mir jetzt nämlich Power Wings. Denn I have now the Schnauze voll. Das sind meine letzten Power Wings übrigens. Ja! Ab sofort habe ich keine mehr. Wird es mir gelingen, das Spiel auch ohne die restlichen Power Wings zu bezwingen? Die Antwort nach der Werbung. Oh, mir fällt gleich der Daumen ab. Scheiße, nur noch 37 Leben. Gut, was heißt nur, aber wenn man bedenkt, dass ich mal über 60 hatte, ist das schon sehr krass. Komm, schmeißt schon eure bekloppten Schraubenschlüssel, ey. Ihr blöden Köppe hier unten. Ihr euren Kanaldeckeln auf den Kopf. Ihr denkt wohl, ihr wärt's, hä? Oh, das war's schon. That's it. Wo bin ich? Hier bin ich. Na komm. Ah, wieder ein Stachelmann. Der Stachelmann, der Stachelmann. Der zeigt uns, wie er stacheln kann. So. 1.311.610 Punkte. Oh, hier hat es gerade Gring gemacht. Obwohl das war. Ich weiß es nicht. Gibt es hier auch noch N-Peak-Karten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann ich mir abschminken? Ach ja, jetzt diese Dunkelwelt. Oh, was toller Hintergrund, ey. Guckt euch das an. Hier in der Super Nintendo Version von
Super Mario Bros. 3.